Ja. Was geht ab, YouTube? Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Und heute mit einem super Guest, ja. Ihr könnt ihn schon sehen und er ist der beste YouTuber laut seiner eigenen Meinung. Nico, herzlich willkommen. Bester Mann hier gerade. Hier sitzt er. Ja, ich weiß, für euch muss es wahrscheinlich gerade auch ein ziemlicher Schock sein, mit mir in einem Raum zu sitzen. Ich als, naja, Superstar, Megastar, Multimilliardär. Weißt du, was wir heute drehen, Nico? Wir drehen heute Buchstabenflassart. Richtig, Wortsalat, ja. Wortsalat. Da haben sich Wörter einfach verirrt. Peter, immer wieder geil, was du für Formate bringst. Wirklich. Du, danke dir. Am Nacken hab ich mal zwei ich hab doch Lendenwirbelfallen von. Und Nico, bist du bereit? Ja. Dann weißt du, wie das Ganze funktioniert. Die Leute sind einfach durcheinander und wir müssen sie in die richtige Reihenfolge bringen. Ich habe mein Wort. Jenseits. Fuck. Bist du so einer, der Wörter auffasst, die er hört im Raum und die er benutzt? Ihr müsst euch überlegen, gerade ist hier noch im Raum das Wort Jenseits gefallen. Ja, natürlich weiß der Trottel das dann. Warum weißt du das dann nicht? Jungs, nächstes Wort. Frage. Auschwitz. Ja. Hey, könnt ihr hinhauen, oder? Waschmaschine. Richtig. Ich bin hier gerade voll drin. Ah, das liest man schon. Guck mal. Waschmaschine. Ja. Das Lokomotive. Stimmt das? Ja, das stimmt. Lokomotive. Nein, ich hab's. Ich hab's. Das kann man so schreiben. Digga, du schreibst es übel behindert da drauf. Du schreibst. Gefühlt schreibst du Okomotive drauf, Digga. Oh, Lokomotiv. Ja, genau. Da war das okay, Digga. Oh, Lokomotiv. Ja, da ist doch klar, dass es Lokomotive ist, Digga. Bereit? Ja. Nächstes Wort. FaceTime. Ja! Ich bin wirklich in diesem Spiel eigentlich übel schlecht. Ne? Ja, Digga, es liegt da, wie er. Komm, wie er es geschrieben hat, ich weiß. Ja. Aber ihr seht ja das gleiche Blatt. Ist ja nicht so, dass ich ein anderes Blatt zeige. Nächstes Wort. Xylophon. Hä, du Wichser! Das ist jetzt ein ganz einfaches. Jetzt geht's auf Schnelligkeit. Okay, ja. Google. Er schreibt die beiden O's hintereinander, danach kommt L und G, so du denkst dir direkt so, ja okay, bei welchem Wort kommen so zwei O's? Ja, Google. Ich find's aber super, dass Barisch dich hier in der Gruppe eingefunden hat, weil vom IQ her bist du genau hier richtig hier. Reisebüro, Versicherung. Nein. Versicherungsschutz. Du hast gerade, das erste Wort war richtig, so viel kann ich sagen. Ja, das ist klar. Versicherungsrecht. Da ist kein Kill dabei. Noch ein Tipp? Ja. Versicherungs. SCH. Schein. Okay. Versicherungsschein, Alter. Ja, aber war trotzdem nicht wirklich eine Glanzleistung von uns beiden gerade hier. Das war ein schweres Wort. Kommen wir schon drauf. Ich denke, die Zuschauer sind auch nicht so schnell drauf gekommen. Denkst du? Ja. Also okay, obwohl, nachdem du vielleicht Versicherung schon... Hast du jetzt Seffer macht, denk? Seffer macht heute. Ah, heute. Hast du Seffer macht heute? Alles klar, nächstes Wort ist... Ihr wolltet es so haben? Ja, ich find's auch sehr gut so, wirklich. Jetzt ist es top. Boah, das ist ja jetzt gerade mal gar nicht einfach, ne? Ich muss kurz in mich gehen, meine Meditation anschalten, die Schläfen massieren. Mein fotografisches Gedächtnis führt das Wort vor Augen. Also zu schwer. Schi-s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 chi
gefolgt von einem B. Okay, lass weg. Das auch. Wir kennen das Land nicht, ganz easy. Honduras. Honduras, ja. Wärst du drauf gekommen? Honduras? Mhm. Aber das Land kennt ihr, oder? Ja, das Land. Also schon mal vom Hören. Ich hab's mal gehört, ja, aber. Ich brauche jetzt erstmal was zum Essen, Freunde, sonst gehe ich ja am Zahnfleisch, am Zahnstocher, wie auch immer, am Zahn der Zeit. Das ist mal ganz wichtig. Peter, vielen Dank, dass ich bei dir mitmachen durfte. War echt ein aufschlussendes Video. Ich hoffe, ihr deabonniert alle meinen Kanal. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. So, liebe Freunde, Hashtag Crewzember, wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video. Haut rein. Tschüss. Und schaut bei den Jungs vorbei.